Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island Teil 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben die nächsten besseren Kanonen uns ausgeholt gehabt. Und ich denke, ja, in die Stadt kommen wir leider nicht mehr rein. Dann gehen wir zu unserem Schiff zurück. Und ja, Kanonentyp 2 haben wir jetzt. Des Freibeuters Freund. Irgendwie rührend. Leer. Okay, also Seekarte. Da haben wir ein neues Schiff. Das müssen wir wahrscheinlich erst noch besiegen. Oh, wir haben sogar zwei neue Schiffe. Oh, das ging daneben. Hey, das ist schneller als wir. Ah, aber kommt wieder. Die schießen aber irgendwie. Ah doch, die schießen. Ich wollte gerade sagen, die schießen irgendwie gar nicht. Die Piraten wurden besiegt. Willst sehr schön. Du was Bestimmtes? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, weißt du denn, ob er von den Zweien hier was hat? Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich zittere. Okay, darauf hast du keine Antwort. Was ist damit? Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich zittere. Mann, oh Mann, oh Mann. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Also, so kommen wir nicht weiter. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmuddeliger Kielwassersäufer. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Ob ich damit schon den nächsten mir holen kann? Ich muss es mal ausprobieren. Aber vielleicht hätte er auch noch neue Bedeutungen gehabt. Ha, ich muss mal schauen. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Die Ouchmaster, würde das schon passen? Ich nehme die Ouchmaster. Die Ouchmaster soll es also sein. Mama! Ja. Okay, damit sind wir noch mal ein bisschen besser. Der Typ 3. Der Ouchmaster. Kein übles Kanönchen. So. Dann schauen wir mal weiter. Captain Richelieu, da haben wir nochmal weitere Piraten. Da waren wir auch noch nicht. Ja, okay. Das sind alles Piraten, wo wir noch nicht kennengelernt haben. Ich frage mich, ob das auch was mit den Kanonen zu tun hat, dass wir ja neue Piraten kriegen, sobald wir neue Kanonen haben. Das könnte natürlich auch sein. Dass wir die Alten gar nicht mehr begegnen dadurch. Schieß schon! Irgendwie kann ich nicht mehr schießen. Schießen nicht gut, die Kanonen, die neuen. Sie schießen nicht mehr, nämlich. Ha. Die neuen Kanonen gefallen mir nicht. Ah, jetzt schießen sie wieder. Die haben irgendwie. Wie viel sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist? Die haben irgendwie Ladehemmungen gehabt, habe ich einen Eindruck gehabt. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Ah, sehr schön.
Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ach ja? Den hat man noch nicht. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Das hatten wir auch noch nicht. Ach ja? Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Ja, gut. Weiter geht's. Kaum furchterregende Piraten, waren das die, wo wir gerade schon hatten, oder? Willst du was Bestimmtes? Dein Schatz oder dein Leben? Nein, ich nehme deine Beute. Buffet hatten wir. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ach ja? Das kennt er nicht. Oh, ich muss mir, glaube ich, auch mal aufschreiben, was wir noch schon hatten und was wir noch nicht hatten. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Ich glaube, den hatten wir schon ausgeraubt. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich zittere. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Okay. Probieren wir mal das nächste aus. Schon wieder da, Mister? Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Mit den Kanonen passt es irgendwie besser als mit den Beleidigungen. Der Lochmacher Deluxe. Ein sportliches Modell mit hervorragender Bremswirkung. Ich hoffe, dass die ein bisschen besser funktionieren als die anderen. So, die kennen wir noch nicht. Dann mal los. Ah, der hat getroffen. Wow, die sind zäh. Die Seegurke wurde besiegt. Ich habe meine Seeschlacht verloren. Wie erniedrigend für einen erfahrenen Piraten meines Kalibers. So ein Mist aber auch. Na gut. Die sollten dann noch nicht sein. Dann probieren wir es halt gerade nochmal. Wenn nicht, müssen wir die anderen mal probieren. Vielleicht sind die noch tatsächlich noch etwas zu heftig. Oder wir haben einfach nur Pech gehabt. Daneben. Das war ein Treffer. Ah, das war auch ein Treffer von denen. Ja, okay. Dann, wir haben schon wieder verloren. Was mache ich falsch? Ja, vielleicht sind die einfach noch zu heftig. Wir brauchen vielleicht die nächste Dings. Ganz schön furchterregende Piraten, dann sollten wir vielleicht, auf jeden Fall nicht gegen dich kämpfen. Sondern vielleicht gegen die, vielleicht sind die ein bisschen einfacher. Das ist nämlich möglich, dass da auch ein paar andere Schwierigkeiten drin sind. Na, super.
Ich meine, ich könnte es natürlich auch einfach lassen. Ich glaube, wenn ich das... Hoppla. Wenn ich das Ding lassen würde und einen anderen, unseren Kollegen das machen lassen würde, dann würden wir, glaube ich, diese Seestarten nicht haben, sondern gleich zu den Kämpfen kommen, glaube ich. Boah, das war Mist getrunken. Das war auch nicht gut. Jawohl, die Hammer. Willst du was Bestimmtes? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, wen hatten wir noch nicht? Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Ich zittere. Okay, da haben wir weiterhin keine Antwort. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Sehr schön. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Sterilisiert? Hat man, glaube ich, noch nicht. Oder? Letzten Monat habe ich Schöner Segeln abonniert. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Ach ja? Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. So, aber wir haben neue Beleidigungen gelernt. Gegen die haben wir noch nicht kämpfen können. Beziehungsweise die haben wir noch nicht besiegt. Da. Das steht eher auch da, ganz schön furchterregend. Die sind definitiv heftiger als die hier. Diese sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Zumindest hat man meine identifiziert. Ja. Wieder was Neues? Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Ich fand, es hat eigentlich ganz gut gepasst. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Den hat man auch noch nicht. Mist. Wobei, eigentlich auch nicht schlecht. Ach ja? Gib mir deinen Schatz. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Wie gesagt, eigentlich auch nicht so schlecht. Dadurch haben wir auch noch eine neue Beleidigung gelernt. Uns fehlt nur die passende Antwort da drauf. Ah, nein, nicht mit dir. Willst du was Bestimmtes? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. So, sehr schön. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Der ist auch wieder neu. Ha. Ach ja? Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Den hatten wir schon. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Ach ja? Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich zittere. Du kennst die Antwort auch nicht. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Sehr schön. So, die, bevor wir jetzt zu weiteren Piraten gehen, wollen wir sie gleich mal ausdingsen. Weil wenn wir zu Piraten gehen, dann verlieren wir, dann ist der Schatz wieder weg. Das wollen wir natürlich nicht. Also investieren wir sie gleich. Schon wieder da, Mister? Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Die Schmerzspender 2000. Ich nehme die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Mama!
Aber uns fehlen immer noch viele, viele Antworten auf Beleidigungen. Der Schmerzspender 2000, das ist eine mächtige Kanone. Ja, damit kommen wir jetzt schon etwas weiter. Vielleicht könnten wir sogar die hier besiegen. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Du würdest mich doch nicht anlügen, oder? Doch, aber jetzt lüge ich nicht. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Ja, wenn man einen Gegner schon von den Schatz von denen hat, dann gibt es keinen neuen Schatz. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen anderen wieder besiegen. Aber wir können halt weiter Dings machen. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Ah. Keine Antwort. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Zumindest hat man meine identifiziert. Ja, stimmt, das hatten wir schon. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Wieder was Neues. Sehr gut. Ach ja? Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ja. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. So, was hatten wir jetzt noch nicht? Ich weiß gar nicht. Missbilligung hatten wir, glaube ich, noch nicht, aber da hat er, glaube ich, keine Antwort drauf. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Ich glaube, das hat man noch nicht. Sehr gut. Gib mir deinen Schatz. Schatz? Du willst deinen Schatz? Tut mir leid, ich habe gerade keinen. Ja. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns vielleicht mal die ganz furchterregenden Piraten mal an. Vielleicht können wir sie jetzt besiegen und den Schatz holen und das nächste, die nächsten Kanonen holen. Boah, auch große Reichweite. Große Reichweite. Man muss nur treffen halt. Und die wurden auch besiegt. Wie viel sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, wir brauchen auf jeden Fall Beleidigungen von dir, Antworten und vielleicht auch neue Dinger hier. Und natürlich deinen Schatz. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. Ich zittere, ich zittere. Okay. Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ach ja? Hm. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Ich zittere, ich zittere. Oh je. Yeah. Aber immerhin, wir kriegen einen Schatz neuen. Das ist doch immerhin etwas. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Das heißt, die nächsten Kanonen kommen wieder rein. Schon wieder da, Mister? Und ich glaube, ich muss dann langsam mal mehr aufschreiben, von welcher Beleidigung ich schon die Antwort habe. Ich komme da langsam durcheinander. Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Miefmut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Mr. Massacre. Und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ja, klar. Der Mr. Massacre. Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massacre. Eine Mr. Massacre? Kommt sofort. Mama! So. Die zweitbeste Kanone schon. Die Mr. Massacre-Kanone.
So, dann schauen wir mal. Uns fehlen aber immer noch viele, viele Antworten. Aber wir kriegen auch neue Schiffe. Vielleicht haben die neue Antworten für uns. Ja, wo sind sie denn? Ach, da oben kommen sie. Volltreffer. Ah! Mist. Ich glaube, ich habe aus Versehen rausgeklickt gehabt oder so irgendwie und bin aus dem Kampf rausgeflogen. Das war blöd. Die hätten wir gekriegt. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Das war daneben. Ja, immerhin einmal getroffen. Und besiegt. Sehr schön. Der Bau eines Piratenschiffs zu gehen gefährdet die Gesundheit. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass genau. Ich nicht lache. So, was hatten wir jetzt noch nicht? Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. Ich zittere, ich zittere. Jemine, habt ihr keine Antworten? Niemand kann mich stoppen, mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Sehr schön. Antwort? En garde, touché. Ah, das ist auch wieder neu. Sehr gut. Bist du zufällig auf LSD? Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon hatten, aber jetzt haben wir ihn. Gib mir deinen Schatz. Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? So, da haben wir jetzt auf jeden Fall jetzt ein paar neue Sachen. Den müssen wir besiegen für Geld, für die letzten Kanonen. Und ja, ich muss echt mal schauen, welche ich jetzt schon habe und welche ich noch nicht habe. Dass ich mir das mal ein bisschen aufschreibe oder sonst irgendwie, damit ich weiß, welche fehlen mir eigentlich noch. Ich habe echt komplett den Überblick verloren. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das vielleicht in der nochmal das Video anschaue und mir nochmal aufschreibe, was ich jetzt schon habe und was ich noch nicht habe. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.